Okay, wir machen das jetzt auf 3 Upgrade-Slots. Das reicht schon, das ging schnell. Wie viel brauchen wir denn, um 4 Upgrade-Slots zu bekommen? Das würde mich mal eben noch interessieren. 320. Ich fände es ja nicht verkehrt, wenn das Schiff ein bisschen mehr aushalten würde. Lass das mal machen. Ach, 318, ihr wollt mich doch veräppeln. So, 327, alles klar. Jo, gut, Leute. Es hält auch ein bisschen mehr aus, wobei es hält sich trotzdem in Grenzen, aber ein bisschen mehr hält es aus. So, Systeme. Machen wir mal hier unbewaffnet. Plus 5. Plus 5. Jetzt kann der 12 Waffen tragen. Ja, aber ich habe mehr als 12, glaube ich. Ja, wir gucken mal. Okay, das war's schon. Nice. Guck mal, das sieht schon echt geil aus so. Gefällt mir mit dem Rot. Auch wenn es ein bisschen flacher ist. Sieht immer noch ein bisschen platt gedrückt aus. Ja, gut. Ey! Ist ja nicht so cool. Wir haben 2000 Asteroiden. Ich hoffe, hier ist irgendwo was Gutes dabei. Ich guck mal eben ganz schnell, bevor ich jetzt kämpfe. Ah! Ah, Leute! Also das könnte sogar 150.000 sein oder so. Ist ja der Hammer. Nice! Okay. Ha! Wir haben nämlich echt einen Warrior-Mangel. Ich habe keine Warrior mehr, weil ich nichts mehr finde. Okay. Ich muss jetzt immer kämpfen. So. Übrigens, wir haben jetzt schon fast 4 Staffeln voll. Mit meinen Jäger. Ah, wir produzieren sogar noch, sehe ich gerade. Okay. So gut, immer alles platt machen hier. Ah, das sind relativ viele, ne? So, hier werden wir länger sein. Bedeutet, ich kann meine Upgrade wieder reinholen für die Waffen. Wo ist der Grinder? Hier, okay, alles gut. Auf den wird da schon geschossen. Ist übrigens super nice, ne? Also gerade wenn ihr dein größeres Schiff habt, einfach Steuerung gedrückt halten und dann zielt ihr quasi hier so überall und das funktioniert. Das wusste ich nicht, also die meisten von euch wissen es bestimmt, aber es gibt mindestens einen, der es nicht wusste, dass ihr auch mit Steuerung gedrückt halten quasi so zielen könnt. Ne? Schießt ihr dann so hier. Das ist halt übelst nützlich. Gerade mit so einem großen Schiff. Weil ihr das dann nicht immer komplett ausrichten müsst zum Gegner. Ey, das sind Basics, ich weiß, aber ich habe das irgendwie so nie benutzt davor. Die Steuerung halt. Und das kommt halt übelst cool, wenn du mit der Fregatte einfach geradeaus fliegt oder so. Und mit dem Kreuzer dann. Und einfach nur rechts und links alles wegballert. So stelle ich mir das ja dann später vor, wenn wir das Schiff da mal ordentlich haben. Aktuell ist das ja noch voll das Produktionsschiff eigentlich, um erstmal an Warrior dran zu kommen. Also der sieht echt groß aus. Das müssen über 100.000 sein. Definitiv. Das sieht riesig aus. Okay, krass. Ich hab gedacht, das ist mehr als 94.000. Aber auch 94.000 ist der Shit. Das sind einfach mal 70.000, 80.000 Avorion. Das ist nochmal genügend für 6 bis 7 Jäger oder so. Ich baue die Staffel erstmal weiter aus. Und dann müssen wir mal gucken. So, guck mal hier, ey. Man muss einfach mal schon gucken, wie viele Laser gleichzeitig oben sind. Das sind schon richtig viele. Und ich glaube, Jäger bekommen noch einen Malus von 50%, wenn man die Waffe umwandelt. Also das ist schon richtig nice. Und wir sind ja erst bei knapp 4 Staffeln. Theoretisch können wir ja 12 Staffeln machen, ne? Darf man nicht vergessen. So, okay. Irgendwo war doch hier noch ein Schiff gewesen, dachte ich. Es scheint platt zu sein. Ich sehe zumindest nirgendwo mehr einen roten Punkt aktuell.
richtig schnell. Richtig schnell mittlerweile. 60.000 haben wir schon wieder. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Aber ich muss echt mal gucken, wie ich das dann für euch aufbereite. Weil ich wahrscheinlich jetzt 6 Stunden das schon so mache. Na mal gucken. Muss ich echt schauen. Also ich werde dann irgendwie versuchen wahrscheinlich, ich halte halt immer die Kamera schon extrem still, wenn ich farme. Damit ich dann einfach da sehr schnell pitchen kann. Damit ihr das trotzdem ein bisschen seht, so wie der Fortschritt ist. Ja. Aber ich will unbedingt komplett alles in der Vorion haben. Also nicht mal unbedingt alles. Zumindest die Bremsen. Und dann würde ich das Schiff halt an sich wahrscheinlich schon vergrößern oder halt ein zweites Schiff, das hier nochmal bauen. Damit ich quasi darin dann... Wir haben über 100.000 Avorion, Leute. Jetzt sind die auch die 200.000 nicht mehr weit weg. Wie viel brauchen wir denn eigentlich, um das komplette Schiff umzuwandeln? Ich glaube, irgendwas mit 600.000, oder? Ah, 433 nur. Das geht ja eigentlich. Das würde halt das Schiff so krank boosten, ne? Allein die Schilde würden, glaube ich, doppelt so viel aushalten. Das würde deutlich wendiger und schneller werden. Und wie gesagt, die Wendigkeit ist eh gerade kacke, weil ich alle Gyroflanzen rausgenommen habe. Ich werde dann einfach wieder das Schiff laden, wo, bevor ich die Produktionsdinger eingebaut habe. Weil Gyroflanzen einbauen ist ultra nervig, weil du die nicht einfach ersetzen kannst, die anderen Blöcke. Also kannst du schon. Dann kriegst du aber immer nur das Rollen geboostet, weil du halt die Ausrichtung nicht ordentlich machen kannst. Ne? Du musst es ja ausrichten, damit es auch links, rechts oder oben, unten boostet. Und das geht nicht über, also zumindest habe ich noch keine Möglichkeit entdeckt, das über Ersetzen der Blöcke einfach hinzubekommen. Sondern muss wirklich löschen und dann manuell reinsetzen. Ordentlich ausgerichtet und das ist sehr nervig. Deswegen lade ich dann einfach wieder den alten Stand von dem Schiff. Ohne Produktion. So, gut Leute. Ja, hier ist auf jeden Fall noch irgendwo was. Hier hinten, glaube ich, muss noch einiges sein. Fliegen wir einfach mal hier mit unserem kleinen Schiffchen. 104.000. Fett, Leute. Oh, ich freue mich. Produktion kann ich übrigens jetzt nicht unbedingt weiter boosten. Ich bin jetzt bei 13.500. Ich habe, glaube ich, schon alle Produktionsblöcke in der Woche hier umgewandelt. Können wir eben nachgucken. Oh nee, das wird schon passen. Krass, wie schnell die Schiffe jetzt drin waren. Nice. So, okay. Ich würde erstmal alles ringsrum von meinem Zuhause absuchen, ne? Also wo wir unser Zuhause aufbauen wollen. Das wollen wir hier irgendwie machen. Vielleicht finden wir ja auch irgendwie noch ein paar gute Asteroiden, weswegen ich auch noch hier dieses C43 Upgrade drin habe. Würde mich mal echt interessieren, was es bringt, das in Lila zu haben. Also in Legendär. Was das für einen Unterschied macht. Ob der dann gleich übergreifend das vorher schon anzeigt, wo was Wertvolles ist oder so? Ich weiß es nicht.
So, und wie gesagt, das Begleitschiff, das lassen wir einfach weiter werkeln. Ein bisschen was hat's bestimmt noch zum Abbauen. Hm. Moment. Ja. Und wenn es Ogonit ist, das kann man notfalls so ticken. Das bringt ja auch irgendwie 20 Credits, glaube ich, ein Ogonit. Also 100.000 sind 2 Millionen. Das ist, über die Zeit summiert sich das dann auch. So, und das wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich das Schiff wahrscheinlich... Also entweder wir machen das Schiff dann größer oder ich mache einfach das nochmal. Wir haben dann jetzt an sich alles dafür. Also wenn ich dann alles immer... Ich wollte die Bremsen in Vorion umwandeln. Komplett. Allein wenn ich die Produktion wieder wegnehme und da wir Schilder reinsetze, erstmal aus Saonit oder so. Dann hätten wir das Schiff zweimal, das wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Und dann könnten wir da schon mal starten, eine richtig gute Jägerproduktion, die ein Kampfgeschwader. Da weiß ich aber noch nicht, was ich nehme dafür. So, guck mal Leute, hier zum Beispiel ist doch nichts Interessantes, da kann ich doch sofort weiterspringen. Das ist doch super nice. Fuck, ja gut, aber das sieht man doch schon, das ist auf jeden Fall kein Avorion, interessiert es mich nicht. Also es ist so angenehm, dass ich jetzt die Kämpfe nicht machen muss. Hier sind halt einige Fracks. Aber Frackabon, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe nur kein einziges großes Avorion-Frack entdeckt. Nicht eins. Kann sein, dass es die gibt, aber... So langsam bezweifle ich es, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Boss sehr viel Avorion dann bringt. Aber da würde ich mich, ehrlich gesagt, nur ein bisschen drauf vorbereiten. Das Ding ist ja auch, wenn ich das Schiff verliere, dann ist meine komplette Jägerstaffel weg und mein Blueprint ist weg. Das darf man nicht vergessen. Also darum will ich das Schiff jetzt eigentlich erstmal noch ein bisschen verstärken und sichern. Weil sonst wäre die ganze Arbeit, das wäre wirklich umsonst gewesen. Die ganzen Jäger würde ich verlieren, wenn das Schiff kaputt geht, sozusagen. So, guck mal, hier haben wir 2700. Da muss doch irgendwo was Gutes dabei sein, hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall, nee, das ist kein großer, weil das zeigt er mir nicht an. Doch, wartet mal. Hier sind auf jeden Fall ein paar wertvolle Sachen. Hier ist ein großer. Hier ist etwas Avorion, also das lohnt sich ja überhaupt nicht. Hier ist auch noch ein kleiner. Aber... Immer erst gucken, weil hier können auch ganz schnell irgendwo, kann hier ein konzentriertes vorkommen. Ja, hier ist schon ein bisschen was. Den Sektor sollten wir wohl notieren. Ich sollte vor allem die ganzen Asteroiden dann einnehmen. Okay, hier ist nur ein einziger großer Asteroid, sehe ich gerade. Ich mache mir trotzdem mal eine Notiz. Ey, das macht übelst Bock, Leute. Einfach nur die Asteroiden auswählen, ein Geschwader drauf oder eine Staffel drauf und das so oft wiederholen immer wieder. So kann man wunderbar und wunderbar schön schnell den Sektor abfahren. Wir haben jetzt 160.000 Avorion. Ich glaube, hier sind wir jetzt bald durch. Ich weiß nicht, wir können mal gucken, ob hier irgendwo noch ein großes Feld ist. Sind übrigens nur gestohlene Waren, glaube ich. Ich glaube, hier habe ich schon alles leer gemacht. Deswegen ist die taktische Karte gut. Nice, Leute. Ah, sehr gut. Das dürfen auch nochmal mindestens 50.000 sein. 60.000, ich weiß es nicht. Ich denke, damit erreichen wir dann über 200.000. Und bald werde ich die Produktion erstmal einstellen. Weil ich erstmal noch meine Jäger behalten will. Also meine Chengan-Jäger. Was auf jeden Fall Sinn macht, denke ich. Zwei, glaube ich. Hier sind 67.000 drin. Oh, krass, ne? Ich wollte schon weiterfliegen. Jetzt sieht man echt mal, wie wichtig die taktische Karte ist. Zwei konzentrierte Vorkommen in einem Sektor Avorion ist, glaube ich, echt Glück. Ha, 200.000. Oh mein Gott. Was geht dabei? Das ist der Hammer, Leute. Also wir haben hier quasi 260.000 Avorion rumliegen und wir kriegen davon effektiv 85% raus. Bedeutet, wir haben dann irgendwie 230.000 Avorion mehr, wenn wir damit fertig sind. Das heißt, ich kann jetzt erstmal ein bisschen chillen, weil das wird mindestens eine Viertelstunde dauern. Vielleicht sogar länger. Vielleicht auch 20 oder so, aber... Ja, in 20 Minuten 200.000 Avorion. Hallo, das ist nice.
Ich denke, danach können wir ein zweites Schiff machen wahrscheinlich. Wir müssten halt noch ein bisschen an Credits kommen. Aber ich könnte auch einfach Sanion oder Ogonit verkaufen. Alles klar, ich hole jetzt gleich Jäger. 272.000 Avorion haben wir und in dem Schiff stecken irgendwie 400.000 drin oder so, ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt auch endlich eine solide Jägerstaffel. Die ist auch gleich voll. Okay, dann kommen alle rein. So, ich habe jetzt erstmal genug Avorion gefarmt. Ich habe jetzt wahrscheinlich 8 Stunden Avorion gefarmt. Ich habe keinen Plan, wie ich das für euch zusammenfasse. Mal gucken. Ich meine, das ist ein gutes Indiz, dass es mir Spaß gemacht hat. Ne? Also ich muss einfach dann sehr viel pitchen. Ich habe extra, wie gesagt, Kamera schon still. So, ja, kommt mal alle rein hier bitte. Nicht die Brutstätten kaputt machen. Sonst haben sie sowieso überhaupt nichts reingeführt. Und das ist da, Leute. Das ist eigentlich nur so ein Abbauschiff. Ich hoffe, der kriegt noch ein bisschen was. Jo, der farmt noch. Der ist immer noch beschäftigt. So gut, Leute, dann machen wir jetzt erstmal irgendwo hin, wo ein Ressourcendepot und eine Forschungsstation idealerweise ist. Gucken mal, Forschung. Hier hat man nur eine Forschungsstation, hier haben wir Forschungsstation und ein Ressourcendepot. Sehr gut, das heißt, hier können wir gleich verkaufen und forschen. Und im Anschluss würde ich wahrscheinlich wieder zurück machen. Also hier irgendwie rausspringen und nach Waffen gucken, wenn ich jetzt eine Forschungsstation keine guten bekomme. Mache ich die Pause. So, also machen wir durch und schnell durchlaufen. Ne? Wir sehen uns quasi, wenn ich dort bin. Wahrscheinlich. Ich werde euch da einfach berichten ansonsten, was ich da erlebt habe. Tolles. Ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich bei den 4 Bossen wieder, wo ich Waffen farme. Aber einfach nur, ich werde euch immer noch zeigen, was ich an Loot bekomme. Mehr nicht, denke ich. Und das wird jetzt wahrscheinlich 2-3 Stunden dauern oder so. Aber ich habe Bock drauf, darum mache ich das jetzt. Dann, Leute, ich versuche mal diese Fragmente abzugraden. Außergewöhnlich. Ja, okay. Wahrscheinlich muss man das irgendwie auf legendär bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich gamble ein bisschen. Ich mache immer 80% Chance. Am Ende ist es ja scheißegal. Ne? Auf lange Sicht gesehen ist es egal. Das gleicht sich aus.
1400. Reichweite 4.05. Daraus machen wir Jäger, glaube ich, Leute. Oder? Das Ding hier. Wie gesagt, Jäger haben keinen Energieverbrauch. Die können einfach ballern. Habe ich zumindest so gelesen. So, und das macht jetzt wie viel Omikron? 1433. 1400. Wir könnten das Ding selber nie benutzen, weil es einfach zu viel Energieverbrauch hat. Für Jäger ist das ideal. So, 30% von 1433. 10% sind ungefähr 140. 280. 420 Omikron würde dann ein Jäger machen. 10 Jäger machen 4200, 100 Jäger 42.000 Omikron, also ungefähr doppelt so viel wie unser Schiff fast. Also ja doch, 120 Jäger würden ungefähr doppelt so viel Schaden machen wie unser Schiff aktuell. Wenn das alles ordentlich funktioniert, aber das Ding hat sogar eine geile Reichweite, oder? Ja, Reichweite 181 nur. Shit, ich bin hier verrutscht, ne? Aber wollen wir einfach mal davon ein paar... Wir können das eh nicht benutzen, die Waffe, weil die zu viel verbraucht. Wollen wir einfach da mal einen Blueprint erstellen? Aber nicht mit dem Schiff, sondern mit dem neuen Schiff, was wir dann bauen? Und dann testen wir das einfach mal, wie die so ballern. Dann gucken wir einfach mal, wie... Wir werden ja sehen, ob die noch 50% der Zeit schießen oder 100% oder 80%. Und dann können wir uns das ja überlegen.